Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Ich bin's wieder, euer Cornelius, und ich bin hier ein bisschen zu spät losgefahren. Oh, die fahren irgendwie auch überhaupt nicht los. Okay, das hat mich irritiert. Wenn ich das gesehen hätte, hätte ich den vielleicht sogar anders schießen können. Aber wie auch immer. Ich bin Cornelius, wir sind zurück bei Rocket League und wir probieren jetzt hier das Spiel zu gewinnen. Und oh, das war schon ein richtig schöner Versuch. Oh, das ist nicht so gut. Oh, das ist aber schön. Jetzt lege ich mir den nämlich hier richtig gut vor. Oh, der könnte reingehen. Nee, der wäre, glaube ich, auch so vorbeigegangen. Schade, schade, schade. Konnte aber auch noch halten. Das waren schon relativ schöne... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das ist wieder so... Ich dachte, der Gegner wäre wo ganz anders. Ich habe nicht gesehen, dass der... Ich habe echt ein Problem mit der Tiefe. Ich habe ein Problem, die Tiefe zu erkennen. Was ist denn los mit mir? Ich dachte, der Gegner wäre wo ganz anders. Also, das sah so für mich irgendwie... Okay. Do it. Wow. Ja, wenn man aber seine Chancen auch so unfassbar krass nicht reinmacht. Ich spiele wie der letzte Mensch, ey. Ich spiele wie der letzte Mensch. Okay, wir müssen uns jetzt hier mal versuchen, ein bisschen zu... Oh mein Gott. Ein bisschen zu fangen und mal ein bisschen gutes Tennis hier zu spielen. Zum Beispiel diesen Ball reinmachen. Einfach nur diesen Ball reinmachen. Ja, es funktioniert doch. Es funktioniert doch. Ups, dankeschön. Es funktioniert doch. Der hätte gehalten werden können, klar, war aber relativ schön in der Luft gelegen. Ja, haben sie vielleicht auch nicht unbedingt so damit gerechnet, dass ich den dann in die linke Ecke mache. Keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ein ganz schöner Schuss. Das 1:1, damit habe ich doch mal... Damit habe ich den Fehler auf jeden Fall wieder wettgemacht. Ja, das kann man schon durchaus so sagen. Und jetzt geht es darum, hier vielleicht einfach mal zu probieren, das Spiel zu dominieren. Hier schön den Ball an der Bande. Ah, da fliegt er hoch. Okay, macht das aber nicht ganz so gut. Wow, der war richtig schön. Leider hat mir da mein Teammate nicht vertraut, was ich ihm jetzt nicht unbedingt übel nehme, aber wäre natürlich trotzdem nett gewesen. Oh, sorry, man. Sorry, sorry, sorry. Das war nicht meine Absicht. Okay. Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, da bin ich relativ gut geflogen. Das kann man bei solchen Dingen ja immer nicht so genau wissen. Ich meine, er hat halt mega vorbeigeschossen. Und dann ist auch total in Ordnung, wenn ich da den Ball nicht treffe, weil der Ball ist vorbeigeflogen. Mir geht es ja in dem Fall, wenn ich da verteidige, darum, dass ich den Raum mit meinem Auto besetze, wo der Ball ins Tor fliegen könnte. Und ich glaube, wenn er den Ball richtig getroffen hätte, dann wäre ich vielleicht sogar da gewesen. Man weiß es immer nicht so ganz genau, aber naja, schauen wir mal. Ist jetzt auch egal, er hat den Ball vorbei gemacht. Wir müssen jetzt hier einfach probieren, der geht vorbei. Wir müssen jetzt hier ein bisschen aufpassen auf den Abtropfer. Oh, und jetzt müssen wir einfach nach vorne preschen. Sehr schön in die Mitte gelegt. Da muss jetzt der Teammate sein. Und dann hält er den aber auf eine gute Art und Weise. Oh, fuck it. Ah, und dann passiert es leider. Ja, das war dann ran um den Ball. Und dann kriegt er den leider bei... Ja, das ist ärgerlich. Das ist halt wieder so ein Pressball, der in die falsche Richtung fliegt. Das passiert mir auch relativ oft. Das ist auch immer ein bisschen doof. Ja. Muss man wahrscheinlich auch anders spielen. Ich weiß nicht genau. Guck mal, das ist schon wieder so ein Pressball, der in meine Richtung fliegt. Das passiert einfach immer. Oh, sehr schön, sehr schön. Oh! Boah, ich hoffe, er nimmt mir das jetzt nicht böse. Ich wollte nur, dass er reingeht. Also war man... Okay, alles gut. Ich war mir einfach nicht sicher, ob er den eventuell noch hält oder so. Ich wollte da jetzt einfach... Ich bin da einfach hinterhergegangen, ja, weil das halt schwierig war einzuschätzen. Aber es war ein richtig cooler Flug. Der hat sich richtig nice angefühlt in der Luft. Oh Mann, ey. Es geht halt nur darum, dass er nicht denkt, dass ich ihm das Tor klauen wollte. Ach Mann, ey. Mann, dann kriegt er auch noch seine Motorhaube dran, ey. So ein... Da fehlt mir der Boost. Ole. Fehlt mir der Boost. Ole. Wo ist mein Teammate? Kommt da ein bisschen zu spät.
Aber zum Glück war er da. Das war halt auch wieder nicht der allerbeste Ball, weil der so extremst in die Mitte gegangen ist. Okay, wunderschön. Erstmal den Ball weggehauen. Vielleicht geht da mein Teammate hin. Ja, er fliegt auf jeden Fall schon mal. Und, na, ich glaube, der geht nicht richtig aufs Tor, oder? Aber auf mein Teammate eventuell. Okay. Sehr schön gemacht. Jetzt kommt der da angeflogen. Er geht nicht rein. Jetzt sollte ich mir nur überlegen, wie ich den abpraller. Oh, wunderschön. Nein! Und dann verkacke ich's. Oh. Shit! Shit! Das hätte es sein müssen. Das sind so die Momente, in denen man dann halt einfach... Da darf man nicht verkacken. Sehr schöne Parade. Und jetzt vielleicht... Jetzt... Ah, nee, da steht er. Den habe ich nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Vielleicht sollte ich mal... Vielleicht sollte ich mal im Vollbild spielen. Einen 1920x1080. Einfach, damit ich die Gegner besser sehe. Bitte mach ihn rein. Oh mein Gott, nein. Was ist denn los mit mir? Ich habe gerade immer Angst vor der letzten Ballberührung. Okay, der geht auf jeden Fall nicht aufs Tor. Jetzt müssen wir auf den Abpraller hoffen. Was heißt hoffen? Einfach aufpassen. Bitte geh hoch da, Mate. Okay, sehr schön. Jetzt einfach, dieses Tor darf nicht mehr fallen. Okay. Okay, ich muss drauf. Alles klar. Ich habe da die ganze Zeit ein bisschen Angst vor der letzten Ballberührung. Ich weiß nicht warum, ey. Das waren jetzt zweimal so Kontermöglichkeiten. Wenn ich gut drauf bin, ja. Wenn ich nicht diese Angst habe, sondern einfach mir denke, jo, den mache ich jetzt, Alter. Fick drauf. Gib einen Fick drauf, was du sagst, denn ich bin die Medusa oder so ähnlich. Oh mein Gott! Hat er natürlich. Das ist auch in Ordnung. Oh fuck, ey, das kann nicht sein! Oh. Oh, da ist Gothica, mit dem ich im letzten Part, glaube ich, zusammengespielt habe. Jetzt ist er mein Gegner. Das wird natürlich interessant. Ein alter Bekannter. ja, das letzte Spiel ist wieder so richtig scheiße gelaufen. Hätte ich gewinnen müssen. Ja, wir hatten da in der letzten Minute 200-prozentige, ich und mein Teammate. Ich habe sie überwiegenderweise verkackt. Mein Teammate konnte da bei der letzten Chance leider auch nicht mehr wirklich Ding irgendwie auf unsere Seite drehen. Schade, ich habe da nicht genau gesehen, wo der Gegner ist. Es war gerade ein bisschen schwierig, weil der Ball da ein bisschen tot auf meiner Motorhaube getroppt ist. Das macht er gerade gut. Na, gut weggeschubst auf jeden Fall. Jetzt spring hinterher. Ja. Oh Mann, ey. Das sieht jetzt natürlich relativ doof aus. Das allergrößte Problem gerade bei dem Ball war, dass das gegnerische Auto da stand und mich nicht zur Seite gelassen hat. Weswegen ich halt einfach nicht die Möglichkeit hatte, wirklich, ja, den Ball noch irgendwie zur Seite zu spielen. Weil ich einfach durch ihn verursachend geradewegs auf den Ball zugefahren bin. Ja, shit, ey. Zum Glück bin ich da so spät gesprungen. Ich hatte nämlich nicht so genau gewusst, ob mein Mate jetzt kommt oder... Ah, shit, ey. Ich glaube, der geht sogar. Oh, nice. Ja, hört auf zu flame. Ja. Okay, der ist sogar reingegangen. Alles klar. Ach, der wurde da weggeschubst, ja. Das war ein bisschen... Ja, in der Verteidigung ein bisschen scheiße. Der eine hat den Gothica da in der Verteidigung weggeschubst, deswegen er halt so komisch nicht mehr in den Ball gekommen ist. Passiert, passiert. Sind alles Dinge, die passieren. Das ist ein Spiel, jetzt hier Tour und Two zum Beispiel auch. Ist halt ein Spiel, das man im Team spielt und da gewinnt man als Team und da verliert man als Team. Ja, das ist halt einfach, ist halt einfach so. Da bringt es dann auch nichts, wenn der Gegner, wenn der Teammate halt irgendwie einen Fehler macht. Ich kenne das auch. Wenn ich mit einem Teammate zusammenspiele, bei dem ich einfach das Gefühl habe, der macht so viel Scheiße gerade, bin ich auch immer ein bisschen salty, aber am Ende des Tages, es ist halt ein Team, ne? Du entscheidest dich ja dafür, Tour und Tour zu spielen. Ja, dann musst du halt auch damit leben. Ach ja. Auf jeden Fall würde ich jetzt gerne mal wieder ein Spiel gewinnen. Der geht nicht rein, das ist schon mal eine gute Nachricht. Der auch nicht. Und jetzt kann ich eventuell den... Ah, schade. Schade.
Schade, schade, schade. Da stellt er sich gut dazwischen. Hm, okay. Ja, kann ich jetzt nicht wirklich hingehen. So ein Ball, bei dem ich, wenn ich mich da früh genug entscheide hinzugehen, dann kann ich da hingehen. Dann kriege ich den wahrscheinlich. Aber da habe ich jetzt halt zu lange drüber nachgedacht, ob ich das machen kann. Weil ich da ja oft auch mal so einen Fehler einbaue. Der war schön, hat eine gute Länge, aber leider ein bisschen zu kurz. Ein ganz kleines bisschen zu kurz. Okay, was machen wir? Was machen wir? Ich hab ihn. Aber der wird natürlich gehalten. War trotzdem ein guter Torschuss, wäre schön in die Ecke gegangen. Oh, nice, 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 nice. Wunderbarer Schuss, Kumpel. Wunderbarer Schuss. Sehr, sehr schön. Ja, wird gehalten, mein Schuss, aber daraus entsteht dann die zweite Chance. Die Nachschusschance. When you miss boost. Ja, der Verteidiger da gerade, der hat einfach, der ist am Boost vorbeigefahren wahrscheinlich, kenne ich auch. Passiert mir auch hin und wieder, also das heißt hin und wieder, öfters mal. Und dann siehst du halt relativ dumm aus, ne? Er springt da so unter dem Ball her, aber er kam halt einfach nicht höher, weil er keinen Boost hatte. Okay, ich stehe gerade ein bisschen doof, um ehrlich zu sein. Aber den haben wir gut getroffen. Dann kriege ich da einen 900er Boost. Dann haue ich den nochmal ein bisschen weiter. Oh, schade. Schade Schokolade. Aber den habe ich. Oh, schade, Mann. Okay, jetzt muss es schnell nach hinten gehen. Okay, er verkackt. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Schade, dass da gerade kein Tor entstanden ist. Oh, der ist gut. Oh, der geht... Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich natürlich nicht gesehen. Dass der gegen den Innenpfosten geht. Es wird für mich persönlich, wäre es auch ganz schön, wenn ich hier mal zu Null spielen würde. Oh, fuck, ja. Da wissen wir gerade beide nicht, wer da hingehen soll. Wenn da ein Gegner steht, ne? Und das ausnutzt, diese Unabgesprochenheit. Keine Ahnung, diese kleine... Unsicherheit da, dann sieht es hier relativ schlecht aus für uns. Oh, schade, 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 schade. Keine Ahnung, warum der Ball da nochmal so eine ganz komische Richtungsveränderung bekommen hat. Und dann kriegen wir den Konter und das 2-1. Jetzt müssen wir halt aufpassen. Jetzt müssen wir halt aufpassen. Nicht das Ding noch aus der Hand geben. Das würde mich zerstören, ja, nach zwei Niederlagen. Nein, 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 okay, der geht auf jeden Fall nicht rein. Ich brauche ein bisschen Boost, damit ich hier irgendwie agieren kann im Tor. Hau ihn nach vorne, sehr schön, sehr, sehr schön. Ich hole mir einen 100er. Geht der rein? Nee, okay. Oh mein Gott, der geht aber nicht aufs Tor. Der auch nicht. Oh. Oh mein Gott, oh mein Gott, da habe ich ganz kurz die Luft angehalten. Oh, und den mache ich noch rein. Das gibt es nicht. War das, das war kein Tor? Der Ball ist doch drin. Guckt euch das an, der Ball ist doch drin. Der, what the fuck? Der Ball ist doch drin. What the fuck? Wow, GG. Wow, der Torlinientechnik. Ich hätte gern die Torlinientechnik. Der Ball ist doch drin, Mann. Wow, das habe ich so knapp habe ich es, glaube ich, noch nie gesehen. Gut, Leute, es war nicht das beste Spiel von mir, aber es ist ein Teamspiel. Wir haben gewonnen, 2-1. Durchwachsene Matches, das gehört aber dazu, auf dem Weg der Allerbeste zu werden. Ne? So ist das. Man muss auch die... haarigen Dinge gewinnen oder so ähnlich. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, lasst eine Bewertung da. Und bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.